Weiter geht der Spaß. Die beleuchteten Brüder haben inzwischen damit aufgehört, zwischen ihren Videopausen auch nur ein privates Wort mal miteinander zu wechseln. Es wird das eine Video ausgemacht, dann wird kurz 2 Sekunden durchgeatmet, schweigend. Und dann wird gleich wieder angemacht. Also wir haben uns privat nicht mehr viel zu sagen. Du hast eine schöne Uhr. Kannst du das nochmal machen? Von unten nach oben? Und dann halten? Nicht gleich loslassen? Er macht immer unterschiedliche... Ah, Schwan! Das wäre er gewesen. Ja. Von oben? Nee, das nicht. Da. Ganz schick, oder? Sieh mal, wie spät es ist. Ja. Kurz vor 5. Aber warum... nee, Quatsch. Wer trägt denn seine Uhr über der Lederjacke? Kurz vor 5. Kurz vor 8. Aber passt. Kannst du die Uhr nicht lesen? Ja, das hat aber... Die war über Kopf und die Zeiger waren sehr schwierig zu betrachten. Du hast 3 Karma-Punkte, kannst du die Drift teilen. Ich muss das wieder machen. Ja, du kannst das so gut. Emergency Exit, do not block. Ich habe ja alles... Oh, ich hasse, dass er sich das immer machen muss. Steuerkreuz. Na, unten oder oben? Bumm, was ist so ein komisches Symbol? Katana, Geld haben wir auch. Lederzunker, Zucker. Unbekannt, noch nicht verfügbar, noch nicht mal Schuriken. 1. Schuriken verbessern, geht das? Nee. Ich kann den Schnellfeuermodus, den wollte ich noch nie haben. Munition ist voll, ist installiert. Hier haben wir alles geil. Hier kann ich mir nicht leisten. Nein. Munition brauchen wir auch nicht. Nichts kaufen, lass uns einfach ein bisschen Geld sammeln, dann kann man auch bessere Sachen kaufen. Ja, Beschwörungsleistungsspannsystem. Wir benutzen das Ding niemals, das ist richtig kacke. Lass das. Okay. Schrotflinte. Das Inferno wollen wir entfesseln. Wollen wir das Inferno entfesseln? Mit 2 Armen, aber das ging ziemlich gut. Alternativ individuelle Doppelmunition. Lädt doppelt so schnell, ist auch ziemlich geil. Das machen wir. So, und jetzt muss ich hier noch einen Quatsch machen. Nein, ich habe gar keine Kristalle. Nein, aber 3 Karma-Punkte. Oh Mann, das ist so viel immer. Kommen wir jetzt endlich mal den Kopf hier. Ja, Schädel töten 30% schneller. Ja, jetzt haben wir ja Schädel endlich. Deswegen haben wir das nie gemacht. Ja. Guck mal, alles erworben, was man wissen kann. Alles. Gehen wir mal weiter zur Bewegung. Haben wir noch nichts beworben. Ich wusste gar nicht, dass es weitergeht noch. Kann größere Anstrengung, die Ausdauer ist 20% erhöht. Ja. Und hier ist die Ausdauerregenerationsrate wird um 20% erhöht. Glück. Die Chance, Dämonenherzen zu finden, ist um 50% erhöht. 10% mehr Geld. Doppelten Schaden ist bei allen Waffen um 5% erhöht. 10% mehr Munition. Munition brauchen wir nicht, das haben wir eigentlich immer genug von. Nee, warte, mach Reichtum. Ja, damit wir uns geilere Knarren kaufen. Dann können wir uns geilere Knarren kaufen. Und jetzt habe ich noch den Verstand. Schützt vor den heißesten Flammen. Oh, wenn ich wenig Dings habe, mache ich mehr Schaden. Basis. Was ist GP? Keine Ahnung. Achso, das ist einfach nur meine. Geil, das ist meine Energie. Ah, 120 hat 110. Nur Blam, kann ich nicht sehen, weil ich noch nicht 110 habe. Jetzt aber hier, guck mal. Nimm das 120. Womit sprinte ich? R1. Immer wieder dieselben Gespräche, wenn wir anfangen. Eine neue Session. Wir so selten spielen. Haben wir die Taschenlampe immer an? Auch das hatten wir schon mal das Thema. Und? Ich weiß das Ergebnis nicht mehr. Nee. Hier. Steuerkreuz rechts. Okay, gut. Oh, da hat das Ding umgeworfen. Diese Axt oder was war das? Weiß ich nicht. Und wann kommt der zweite Teil? Von Shadow Warrior? Ja. Ich weiß nicht. Wollen wir jetzt ein Bier trinken eigentlich? Ja. Das wollte ich eben schon vorschlagen. Immer noch kein Bier. Hier ist Blut an der Wand. Das ist wohl keine Nachricht. Oh Gott, gleich das Monster?
Tonk hat ein Monster angestellt. Guck mal, was da draufsteht. Ein voller Liter. Guck mal, da oben. Da macht jemand Experimente mit dem U-Boot. Frankenfels Premium-Pilz, würziger Pilzgenuss. Mit besten Rohstoffen von Meisterhand gebraut. Ein voller Liter. Ja, eine 1-Liter-Dose. Burgenfels, habe ich gesehen. Ja. Und ich konnte nicht widerstehen, das für uns zu holen. Huch! Wer ist das? Lustige Haare. Kann man speichern? Das stimmt bestimmt. Oder hat er gespeichert? Regelst du das gleich mit mir? Spezialist? Da guckst du aber nicht mehr. Ja, irgendwie guckt er. Warum hat er gesagt, sie? Immer noch am Wackeln. Man erkennt gleich einen Unterschied am Spielstil, möchte ich sagen. Ich muss sagen, meiner gefällt mir besser. Ich spreche ja? Ja. Mir gefällt meiner besser. Das ist, dann machen wir es beide ja genau richtig, würde ich sagen. Ich spiele viel unterhaltsamer, du spielst viel besser. Mm-mm. Oder ja, oh, du kannst einen neuen Kristall einsetzen. Um Gottes Willen. Aber eigentlich sollte man das gleich immer machen, weil da hat man länger was davon. Mm. Ich bin zu vernünftig. Das ist ein Unterschied zwischen deiner und meiner Spielweise. Ich kann die gar nicht so beschreiben, die unterschiedliche Spielweise. Mm. Eisenhaut. Der Schild blockiert 50% des Schadens. Und das einfach machen, ist schön einfach. Da gibt es auch noch verschiedene Oberkategorien. Ja, richtig viele. Das ist Schutz, da gibt es hier die Stoßwelle. Oben betäubendes Gebrüll, die Reichweite der Schockwelle erhöht sich. Damit besenkt man die Angriffslust der Gegner. Man senkt die Angriffslust der Gegner? Hier haben wir nichts von. Kriegt bis zu 4 Sekunden 20 Meter, wirft alle Gegner, die nicht wütend sind. Aber das ist noch eine neue, weißt du? Heilen haben wir schon alles gemacht, was man machen kann. Ich mache einfach hier die Drachenumarmung. Den kann ich nicht. Ja. Weniger Schaden wollte. Empfangen. Was hast du? Unseren Spielstil beschreiben? Hä? Meine ist zielgerichteter. Ach, das kann sein. Ich bin wirrer und fahriger. Na, ich bin. Und erratiger. Aber nee, nicht was das Rumlaufen in unübersichtlichen Gebieten angeht. Da bist du schlimmer? Ja, viel schlimmer. Siehst du, wir sind nämlich nicht so, man kann das nicht klar sagen, worin der Unterschied besteht. Aber ich kann aber trotzdem sagen, dass mir meine Sache besser gefällt als deine. Das kannst du. Ich hätte dich keiner dran. Wie vibriert der, wenn du das hältst? Ja. Wenn er dich so ranzieht, musst du, wenn er vorbei ist, musst du nach hinten sprinten, dann trifft er dich nicht mit seiner auf dem Boden. Ach, sprinten? Ja. Nach hinten hab ich das schon gemacht. Und du musst irgendwas tun, um deine Energie. Nee. Nee. Nach links oder so? Nach rechts. Nee. Ich mache immer nach. Ja. Ja. Ich würde einen Waffenwechsel vorschlagen, vielleicht den Schieben, der jetzt auch noch mehr Schaden macht, aber erstmal würde ich gleich nochmal neu anfangen, wenn du gestorben bist. Ja. Der hat mich ein bisschen überrascht. Der Dickmops. Der Dickmops. Ich habe gerade derer 3 vernichtet. Ja, mit deinem Superschädel. Das mache ich jetzt auch. Ja. Du hattest den aber die ganze Zeit zur Verfügung. Musst du jetzt den KI-Kristall nochmal einsetzen? Oder warst du hinterher gespeichert? Ich glaube, das speichert er danach immer automatisch. Aber sowas speichert er immer direkt in die Modul. Konsole. Modul. Die CD. Auf den Batteriespeicher. Markierten Objekten. Ah, guck mal.
Ja, aber erstmal kann ich ja hier durchaus einzelne wegschlachten. Die mir nichts tun. Also. Und jetzt nehme ich dieses Ding hier und schwäge ihn damit in die Luft. Der ganze Kumpel auf. Der Schädel ist fast richtig. Aber ich glaube, er hat einen neuen hinterlassen, kann das sein? Da war gerade so ein roter Strahl. Und da hinten ist viel Energie. Du bist so doof, wie du gehst nicht dahin, wo die Energie ist! Du weißt doch, dass die wieder weggeht. Ich hab nicht zugehört. Hör doch mal auf Pong. Da hängt, da liegt der Kopf. Oh Mann, ey. Ich sag jetzt nichts mehr. Das wird zwei gut sterben zu werden. Das ist nicht. Da, da! Oh, noch einer. Hast du ein Schwein? Ich bin da voll gezielt drauf zugestürmt, weil ich die alle umgehe. Nein, dass so viele jetzt kommen! Ja, weil Schuriken! Schuriken machen doch keine Geister! Na klar machen die das, guck dir das an. Fetzer enthauptet Massaker. Auch jetzt kommen die auch noch. Ich muss auf jeden Fall festhalten, das Spiel ist nicht besonders schwer. Ja. Ich habe auch gar keine Probleme mit Fetzen. Ich bin mir nicht aber super leicht. Was macht der denn? Das ist ein Selbstmord hier. Super leicht, glaube ich nicht. Guck mal. Hab ich auch gut gelöst. Aber es sah nicht sehr souverän aus. Nicht? Nein. Nicht wirklich. Ich dachte, Schädel. Den wollte ich einfach nicht mehr einsetzen, weil das wäre Verschwendung gewesen. Wollte ich auch nicht, dass du ihn einsetzt. Doch, das gehört, der ist, er hebt ihn auf, der rote Strahl, der rote Strahl. Guck doch mal, der rote Strahl. Ja, du kannst ihn einsammeln und musst ihn ja nicht einsetzen. So streiten wir so viel. Wir, ne? Ja. Die beiden da auch. You made armor for the demon. Also hier sind so viele Wege, es tut mir ja leid. Guck mal, den kann ich schon abhaben. Ist aber sehr hell. Ja. Sehr hell beleuchtet. Ganz rechts ist alles erledigt. Den geht noch in der Mitte, bisschen in der Mitte und ganz links. Das ist nicht. Ganz links ist nur der Schluss, ist ganz links dann da. Denn nur so ein bisschen in der Mitte. Ich hab schon wieder ein Karma, ich glaub's nicht. Ah! Stoßen. Ja, das guckt wieder all hell. Stoßen. Oh nein, aber das ist falsch. Dann können wir die Zombies von dem nächsten Siegel auch gleich. Kannst du das offensichtlich noch gar nicht zerstören? Ah, der ist in die Lampe gesprungen. Aus Spaß. Ja, stimmt. Der hat nochmal Freude gehabt vor seiner Enthauptung. Da hinten hat sich noch was verwandelt in ein blödes Monster. Oh! Das musst du mit Schuriken machen. Das sind die, die sich zusammenrollen und dann explodieren. Okay. Also. Lass mich mal zusammenfassen. Ich habe jetzt schon. Ah! Oh. Warum ist es denn so stark? Nach rechts, guck mal, rechts. Oh, dann geht's weg. Ich hab's die ganze Zeit gleich gemacht. Hier ist das Siegel, das heißt, den mache ich zum Schluss. Oh, wir können uns jetzt bis 96 aufbessern, nicht nur bis 88.
88 Jahren. Hört das Leben auf. Mit 66 Jahren fängt das Leben an, stell dir mal vor, das würde stimmen. Komisch wäre das. Ja. Hä? Aber hier ist auch noch mal ein... War? Bin ich jetzt hier wieder am selben Ort? Ja. Dann zerstöre ich jetzt doch dieses Siegel. Guck mal, da hättest du gar nicht mehr hingefunden. Da hätte ich garantiert nicht hingefunden, das stimmt. An der Wand gekrabbelt ist er. You like to bleed! Und was sagst du zum Spaß? Da hinten liegt ein Herz, wir hatten Spaß. Zum nachhaltigen Spaß, was sagst du? Macht Spaß. Okay. Ich hätte mich vielleicht von dem nicht attackieren lassen sollen, während ich der anderen umbringe. Der krabbelt da raus, richtig aus dem Typen. Hast du gesehen? Mhm. Dämonenherz kann ich auch noch häufiger abzünden. Okay. Also wenn ich hier zurückgehe, komme ich wieder dahin, wo der Anfang ist. Das heißt, das ist der einzige Weg, der noch offen ist. Und der ist sehr offen. Ah, hinten ist das letzte Siegel. Da oben ist das Gelbe. Wenn ich das Siegel zerstöre, komme ich hier durch, aber auch da hinten durch. Ich muss erstmal Backtracking machen. Hier ist noch ein Schrank. Kevlar-Reste. Okay, das heißt, ich zerstöre das Siegel, geht dann aber nicht hier hin, sondern erstmal zurück, um das größte Geheimnis des Spiels zu finden. Das Wasser bewegt sich überhaupt nicht. Doch. Doch. Mega realistisch. Oh, was ist hier los? Dicky! Nein! Hat dich. Sprint, sprint, sprint! Mit nach hinten dashen. Hab ich, ne? Ja. Genau null. Man braucht immer einen, um einen zu töten. Ja. Das ist ein Perpetuum mobile. Ein Nullsummspiel. Oder das. Ein kleiner Mann. Für den weiteren Gebrauch fertig gemacht. Ja. Wieso? Mhm. Die letzte Sau. Gucken, jetzt würden alle Leute denken, oh cool, jetzt kann ich hier weiter. Aber nicht so Biber, der weiß. Hier ist durchaus noch was zu holen. Jetzt kommt das größte Geheimnis dieses Spiels. Ein Medipack und eine Statue. Ja. Ja. Mal auf die Uhr gucken. Und jetzt spritzt das warme Blut aus dem Hals der letzten Sau. Mit ihr stirbt ein kleines Stück Geschichte unserer Stadt. Ja, gut. Gehe ich jetzt durch diese Tür. Schaffst du das in diesem Modus? Ja. ja, hast du noch irgendwelche letzten Worte rum? Wir haben immer noch hier 45,7 GB. Vielleicht sollten wir gleich mal eins der Videos angucken, um zu gucken, ob es auch gut ist. Ja, wir gucken uns das Video jetzt an. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.